Was macht ihr überhaupt genau, Heavy oder Hard Rock? Ja, das ist eigentlich immer eine schwierige Frage, weißt du? Weil bei uns fließt das so ein bisschen alles ein. Wir wollen uns jetzt auch nicht so festlegen auf, jetzt die, auf eine Heavy-Metal-Richtung oder so. Wir sagen, wir wollen eine Musik machen, die rhythmisch ist, rockig ist und die, die sicherlich von solchen Sachen beeinflusst wird. Aber ich würde es nicht sagen, ich würde uns jetzt nicht nur als Heavy Band bezeichnen, als Heavy Metal Band bezeichnen. Also können wir uns so einigen, ihr seid hart, aber nicht ganz heavy, oder wie? Genau. Nun würde, meine Herren, mich ja mal interessieren, warum seid ihr denn nun gerade auf eine Dame gekommen vorne? Naja, wir hatten ein Problem. Wir haben 85 im Mai nur die Männer zu viert angefangen, die Band hier aufzubauen. In der Besetzung und ich habe einen Großteil der Titel gesungen, damals fast nur internationale Sachen und habe aber dann auch bei Zeiten gemerkt, dass es nicht ging auf die Dauer. Das kann man nicht durchhalten, dort alle möglichen Sänger international nachzusingen. Und dann haben wir einen Sänger oder eine Sängerin gesucht und das war ziemlich schwierig und Micky war dann gerade frei zu der Zeit und da haben wir es gemacht. Und ihr kommt gut miteinander aus, ja? Ja, wir kommen gut miteinander aus. Ich wollte aber noch sagen, da wir die Ersten waren, wir haben ja als Erste Heavy mit Frau gemacht, hatten wir es zu Anfang unwahrscheinlich schwer. Also wir waren die Eisbrecher praktisch und jetzt freut es mich eigentlich selber, dass jetzt, ich habe gehört, es gibt jetzt schon wieder andere Heavy Bands, auch mit Sängerinnen, dass sich das hier ein bisschen durchgesetzt hat. Und das war zu Anfang sehr schwer. Mich haben die Fans wenig akzeptiert. Wir mussten wirklich hart dafür kämpfen, dass wir jetzt so einen großen Fankreis endlich gekriegt haben und dass wir auch anerkannt werden. Wir haben einen sehr engen Fankreis, das sind ungefähr so 20, 25 Leute, die immer fast zu uns kommen. Und mit denen tauschen wir uns dann aus und die beurteilen dann auch das, was wir machen, unsere eigenen Sachen zum Beispiel und so. Die sind schon von Anfang an dabei, die kommen immer und das hilft uns eigentlich sehr viel weiter. Die grüßen wir auch alle jetzt mal ganz herzlich hier. Ja, das könnt ihr machen, auf jeden Fall. Uns würde natürlich in Drums auch interessieren, ob ihr auch andere Musik toleriert. Welche Rockmusik zum Beispiel gefällt euch noch in unserem Land? Also mir gefällt alles, was gut gemacht ist. Ich unterscheide da nicht von Pop oder Rock oder Schlager oder sowas. Ich finde erstmal alles gut, was gut gemacht ist, was mit Herz gemacht ist und wo man merkt, da sind Musikanten am Werk und nicht nur Computer und sowas. Was mir sehr gut gefällt, ist eben City, zum Beispiel jetzt der neue Titel Casablanca, kann man ruhig mal sagen, also stehe ich unwahrscheinlich drauf, weil man da merkt, da ist wirklich eine Seele dahinter. Licht an!